Was war das hier gerade? Waren hier gerade... Oh nö, da waren bestimmt Störungen auf der Aufnahme. Ach du blödes Handy, ich schwöre dir. Warte mal. Oh Gott. Konnte man das gerade sehen? Ich habe aus Versehen mein Handy gegen die Wand geschmissen. Ich hatte ein bisschen zu viel Schwung gerade. Moin Leute, wir beginnen diesen traumhaften Happy Wheels Tag mit einem kleinen Erdkunde-Quiz. Und das wurde erstellt von Katrin98 und nennt sich Paluten29 EK Quizzle. Moin Palle und andere, dies ist ein Erdkunde-Quiz und ich muss ganz kurz räuspern, denn ich hatte hier gerade so einen guten alten Shake getrunken und da habe ich das Ganze sehr, sehr zerkleinert. Da sind so Leinsamen und Haferflocken drin und die hängen mir noch so ein bisschen im Hals. Das ist ein bisschen uncool, aber ich habe nichts zum Nachspülen. Außer den Rest von dem Shake. So, ich wünsche dir viel Spaß beim Leveln. Regeln stehen im Level. Kannst du bitte alle Leute grüßen, die sich gerne gegrüßt fühlen wollen? Liebe Grüße, Katrin. Hier, schöne Grüße an euch alle. Genau an dich. So, und dann geht's jetzt los. Endlich mal hier mit dem Erdkunde-Quiz. Langer Text. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Level. Hier die Regeln. Pro richtiger Frage bekommst du 5 Punkte. Bei jeder falschen Frage bekommst du keinen Punkt. Bitte die Punkte zählen und bis zum Ende merken. Nach einer falschen Frage musst du das Level nicht neu starten. Wunderbar, da hat jemand aufgepasst. Beim Fallen Steuerung drücken. Viel Spaß und hullo! Welches ist das bevölkerungsreichste Land der Welt? Indien oder China? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es China ist. Ich könnte mir aber... Nee, irgendwo habe ich mal was gelesen, dass Indien auf jeden Fall dabei ist, China zu überholen. Dementsprechend, jawoll, also das Richtige. China besitzt etwa 1,36 Milliarden Einwohner, Indien etwa 1,25. Ey, das ist so krass. Ich meine, in ganz Europa wohnen glaube ich, nicht mehr so viele Menschen wie in Indien oder China. In welchem Fluss münden die Vera und die Fulda? Oh mein, ich muss euch ganz ehrlich zugeben, was Flüsse angeht, bin ich echt ein richtiger Noob. Also wirklich ein Mega-Noob. Die Weser oder die Ruhr? Also, ich sag die Weser. Yes! So muss es sein. Merken. Wenn Vera und Fulda oder Vera und Fulda sich küssen, sie ihren Namen büßen müssen. So entsteht durch ihren Kuss der sogenannte Weserfluss. Ja, der werde ich mir auf jeden Fall merken, na klar. Oh, okay, warte. Welches Land ist größer nach Fläche? Das ist auf jeden Fall Kanada. Das ist ganz klar, denn so groß ist Amerika gar nicht im Gegensatz zu... Ja, da. Kanada ist 9,98 Millionen Quadratmeter größer als die USA und das zweitgrößte Land der Welt nach Russland. Welcher ist der 7. Planet in unserem verdammten Sonnensystem? Uranus oder Neptun? Gott, warte mal, Neptun war doch der Eisplanet, oder? Oh! Was war das hier gerade? Waren hier gerade... Oh nö, da waren bestimmt Störungen auf der Aufnahme. Ach du blödes Handy, ich schwöre dir. Warte mal. Oh Gott! Konnte man das gerade sehen? Ich habe aus Versehen mein Handy gegen die Wand geschmissen. Ich hatte ein bisschen zu viel Schwung gerade. Oh Mann. Ich sage, es ist Neptun, weil der ist so weit weg und dann ist es... Verdammt! Falsch! Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Okay. Achso, verdammt. Welches ist die Hauptstadt Australiens? Das ist Canberra. Weil viele denken immer, dass es Sydney ist. Sydney ist zwar die größte Stadt Australiens, aber nicht die Hauptstadt. Jo, dann weiß Peter... Oh, ich habe gar nicht die Punkte gezählt. Wie viele haben wir schon richtig? Bis dato haben wir nur eine falsch und sonst eine richtig. Ich glaube, wir haben 20 Punkte oder so. Wie weit ist die Sonne von der Erde entfernt? Ziemlich weit? Wieso ist hier keine dritte Antwortmöglichkeit, wo steht, ja, ziemlich, ziemlich weit? Denn... 150. Ja, falsch! So, ich hoffe, du hast dir deine Punkte gemerkt, denn jetzt bekommst du deine Bewertung. Stell dich einfach in das Feld mit deiner Punktzahl und spring einmal kurz hoch. Ich glaube, ich habe 20 Punkte. Oder vielleicht haben wir ja 25 Punkte? Streber. Also, man muss bei seinem Wissen auch nicht gleich so übertreiben. Was hätte ich hier bekommen? Gut, du weißt offenbar das ein oder andere über unsere Welt und hast nicht immer nur im Erdkundeunterricht geschlafen. So wie ich hier gerade vorlese, habe ich aber scheinbar im Deutschunterricht das ein oder andere Mal geschlafen hier. Oh.
Ja, da ist ja doch 230 Sekunden haben wir hier verbracht. In dem Level. Dann passt das doch hier mit Paluten 99 Short Level von RoomXNXY. Hallo Paluten! Hier ist mein erstes Level. Es ist kurz, aber ich hoffe, du hast trotzdem Spaß. Ja, danke! Okay. Wieso hat das Level so eine gute Bewertung? Aua! Ich meine, es sind die Standardtexturen. Au! Ist ja gut. Ich hab's ja. Timmy! Oh Gott! Warte, wir müssen erst unseren Sohn. Und jetzt! Ja. Alter Falter, schnell hier durch. Und da ist er doch. In 7,4 Sekunden. Das ging noch ein wenig schneller. Paluten AG-Quiz von Paluten Fangirl. Hey Paluten, das ist ein AG-Quiz. Hoffe, es gefällt dir. Bauzeit ca. 2,5 Stunden wegen den Triggern. Mein viertes Level für dich. Kannst du please die WhatsApp-Gruppe P-Dizzles grüßen? Danke. Liebe Grüße aus München-Gladbach. Liebe Grüße, Denise. Ja, schöne Grüße an die P-Dizzles. Und dahinter ist noch ein Herz. So, dann legen wir mal los hier. Zum Auswählen der richtigen Antwort gegen das Feld springen und kein Steuerung drücken. Okay. Seit wann gibt es in Deutschland keinen Kaiser mehr? Ich weiß es nicht. Achso, kein Steuerung drücken. Richtig! Ah ja, da wusste ich natürlich, da war kein Problem. In welchem Alter starb John F. Kennedy durch das Attentat? In welchem? Habe ich Jahr oder habe ich Alter vorgelesen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, 1923 ist viel zu früh. Deswegen muss es 63 gewesen sein. Richtig, jawohl. Was ist das Gegenteil von Kernspaltung? Ich würde sagen, die Kernfusion. Richtig! Oh, ich bin so ein Allgemeinwissensbabbo. CF4 ist die Summenformel für Tetrafluorchlormethan, davon habe ich doch nie gehört. Was ist denn überhaupt CF4? Da habt ihr euch doch ausgedacht, meine Damen und Herren. Da kann jetzt mal ganz erst, könnt ihr mal super gerne in die Kommentare schreiben. Was ist denn das? Habt ihr das schon mal gehört? Also ich meine, ich bin ja jemand, der vielleicht nicht ganz so sehr aufgepasst hat in manchen Dingen in der Schule. So. Es reichte trotzdem für ein relativ gutes Abitur. Aber. Richtig, ja. Habe ich euch verarscht, Leute. Es war natürlich die ganze Zeit dieses Tetra-Schmudel-Wudel. Was versteht man in der Biologie unter dem Wort Symbiose? Den Kreislauf von Leben und Tod, Zusammenleben einzelner Arten. Ja. Richtig. Letzte Frage. Oh. Was hier los? Ich muss erstmal nach oben scrollen hier. Wie viele Sterne hat die Ich glaube 6. Das macht mehr Sinn als 15. Ich glaube, so viele Staaten haben die da gar nicht. Jawohl! Alles richtig. Danke für. Alter, guckt euch das an. Das ist Körperspannung, meine Damen und Herren. Alter Falter. So. Den Victory haben wir uns aber redlich verdient. Wir sind ja durchgegangen wie ein fresher Barbo. So, Paluten 99 Troll von Carla Scholti. Du bist sehr reizvoll. Das ist mein Troll. Es ist sehr sinnvoll. Es ist sehr gefahrenvoll. Und es ist trollololololol. Es war ein sehr schönes Gedicht. Es war wahrscheinlich ein Rap. The Troll. Wow. Uiuiuiuiui. Okay, Moment. Da fahre ich jetzt hier ganz schnell durch. Ja, das ist hier der Victory. Dann geht's. Wahrscheinlich müssen wir hier zum Death. Verdammt, das war auch ein Death. Wahrscheinlich geht's da. Warte mal. Zack. What the? Was hat mich denn da jetzt gerade getötet? So, warte mal. Bitte? Es ist cool, wie der Victory hier auseinanderfällt. Das ist schon nicht schlecht. Cola, Cola, Cola. Ich weiß nur vier Dinge über dich. Du hast nicht die Hälfte der ganzen Cola gelesen. Du hast nicht gemerkt, dass zwischen den Colas einmal Kino stand. Hab ich auch nicht. Du bist zurückgegangen und hast geguckt, ob zwischen den Colas einmal Kino steht und hast gemerkt, dass ich dich verarscht habe. Nee, das tut. Nee. Du ziehst eine Fresse und lächelst ein wenig, aber ich weiß noch 11 weitere Dinge über dich. Du liest gerade, spielst mein Level, du bist eine menschliche Person, du kannst das P nicht lesen, ohne die Lippen zu bewegen. Das stimmt. Du hast es ausprobiert? Nein. Du liest und spielst weiter. Du liest, spielst und denkst dabei, wie blöd das hier ist? Nö. Du warst so beschäftigt mit dem Lesen, dass du nicht bemerkt hast, dass die Nummer 5 gefehlt hat. Nee, das stimmt.
Du hast es kontrolliert? Nee, du hast gemerkt, dass ich dich schon wieder verarscht habe. Du lachst und hast gewonnen. Meinung? Erinnert mich an diese Oldschool-Sachen. Da gab es ja auch immer so im Internet solche Bilder, so, wo man so runtergescrollt hat. Oder dann, oh, du hast Punkt 5 nicht gelesen. Du, weil der Mensch ist halt relativ berechenbar. Aber wir waren ausnahmsweise nicht berechenbar. So, jetzt gibt es nochmal ein Köln-Quiz. Oh Gott, ich weiß doch gar nicht so viel über Köln. Was mir letztens aufgefallen ist, ich lebe jetzt 6 Monate in Köln. Und ich war nicht ein einziges Mal im Kölner Dom drin. Ich war noch nie in meinem Leben im Kölner Dom. Was ist los? Hey, Paluten und andere. Da darf man übrigens keine Mütze tragen und keine Getränke mit reinnehmen. Was ist denn da los? Tut mir leid. Also, könnt ihr euch mal ein bisschen was beim Kino abgucken? Da kann ich eine Mütze tragen. Und was zu trinken mit reinnehmen. Sogar Popcorn oder Nachos. Nachos. Hey, Paluten und andere. Dies ist ein kleines Quiz über Köln. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat. Viel Spaß und hallo. Doch, das hat jemand schon mal gemacht. Zwar, ach man, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Wie lang ist der Rhein? 1233 Kilometer. Jawohl. Wie viele Einwohner hat Köln? Ich würde sagen, das sind knapp über 1 Million, ne? Ich glaube nicht, dass es so viele sind. Richtig, jawohl. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Köln, wo, oh, nee. Welche Brücke ist älter? Wahrscheinlich die Dombrücke. Aber vielleicht ist es auch die Deutzer Brücke. Falsch, verdammt. Das andere hätte auch mehr, aber ich war festgekeilt. Welcher Turm vom Kölner Dom ist höher? Der linke oder der rechte? Der rechte bestimmt. Ach verdammt, das war der linke. Ich habe mir das so erklärt, dass die ganzen... Das wäre eine super blöde Erklärung gewesen. Aber, dass sie sich gesagt haben, wir sind ja alle Rechtshänder. Und dann machen wir die Seite einfach höher als links. Weil Linkshänder sind sehr unpopulär. Es gibt wenige von uns. Und wir werden statistisch gesehen früher sterben. Also Leute, ich bin übrigens Linkshänder für die Leute, die das nicht wissen. Das erklärt auch immer meine sehr, sehr schönen Unterschriften. Weil die anderen haben immer so richtig krasse Unterschriften, so mit so einem Schwenker und zack. Und ich komme dann mit meiner richtigen Billo Linkshänder-Schrift und schreibe so Paluten. Nur gut, genug geschwafelt, meine Damen und Herren. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.